In Niedersachsen sind große Mengen Munition entdeckt worden. Hunderte Hand- und Mörsergranaten sowie etliche Schussgewehrmunition lagerten über 70 Jahre lang in einem Waldstück bei Bippen nahe Osnabrück, unberührt in drei versteckten Hohlräumen, bis zum Dienstag. Durch Zufall sind alte Stellungsanlagen der Wehrmacht hier gefunden worden und dabei ist entdeckt worden, dass wohl eine alte Abdeckplatte verrutscht ist und man dort reinschauen konnte. Die Entdecker der Munition waren Geocacher, also Leute, die mit Hilfe von GPS-Daten auf eine Art digitale Schnitzeljagd gehen. Die große Menge an Munition, die sie dabei gefunden haben, stellt die Sprengstoffexperten ebenso vor eine größere Aufgabe wie die äußeren Bedingungen. Ich rechne damit, weil dort in diesen Kammerschächten jetzt auch Schlamm und verrottete Äste drin sind, dass das 2, 3, 4 Tage dauern wird, bis der letzte Schuss Munition geborgen ist. Nach Bergung und Sicherstellung wird ein Spezialtransporter die Waffen zu einer Bunkeranlage abtransportieren, wo sie schließlich vernichtet werden.